Fritznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder pünktlich mit dabei sind zu einer neuen Ausgabe von MEF Kompakt. Wir haben für Sie die Veranstaltungen und Ausflugstipps für die kommende Woche in unserem Sendegebiet in kurzer und knackiger Form zusammengefasst. Und so viel schon mal vorab. Es ist über das Pfingstwochenende einiges los hier bei uns im schönen mittleren Erzgebirgskreis. Auf dem Festplatz am Katzenstein im Marienberger Ortsteil Pobersau sind Sie schon mal ganz herzlich willkommen vom 19. bis 21. Mai zum Pfingstfest. Ja, hier wurde für Sie ein buntes und unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt. Alle weiteren Informationen können Sie dem Plakat auf der Homepage der Stadt Marienberg entnehmen. Zum Pfingstkonzert an der Hildebrandorgel in der Kirche Lengefeld mit Dr. Wieland Meinhold sind Sie auch recht herzlich eingeladen. Am 21. Mai um 17 Uhr kommt hier Virtuoses aus Italien zu Gehör. Bach und barocke Musik aus dem Süden. Eine Hörreise nach Italien also. Im 18. Jahrhundert tobte quasi eine wahre Italienbegeisterung, der man sich auch in Mitteleuropa nicht entziehen konnte. So wird nicht nur quicklebendige Musik aus dem Süden zu hören sein, auch der italienbegeisterte Johann Sebastian Bach spielt in diesem Konzert mit Werken aus seiner Weimarer und Köthener Zeit eine Rolle. Mit einer zusätzlichen Orgelführung davor, also 16.15 Uhr und direkt an der Orgel, wird mit Klangmajestät Besuch bei der Königin noch eine Überraschung direkt am Instrument bereitgehalten. Für alle Orgelinteressierten erläutert der Weimarer Organist die Königin der Instrumente hautnah. Ja, ein Höhepunkt dieses Jahres ist der am Pfingstmontag stattfindende Mühlentag. Seit 1994 findet der Deutsche Mühlentag statt und begeistert Jahr für Jahr tausende Mühlenfreunde. Die Pockauer Ölmühle und der Mühlenverein beteiligen sich seit dem Anfangsjahr an diesem Mühlen-Event. Für hunderte Mühlen in Deutschland ist der Mühlentag inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden. Mühleninteressierte sind also am Pfingstmontag unterwegs und geben all denen recht, die sich für die Erhaltung und Präsentation alter Mühlen einsetzen. Am 21. Mai erwartet der Pockauer Heimat- und Mühlenverein seine Gäste von 10 bis 17 Uhr. Es werden wieder Führungen durch das Museum angeboten. Es gibt Einblicke in das alte Müllerhandwerk, in die Herstellung von Leinöl und historische Mühlentechnik wird ebenfalls präsentiert. Und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Am Samstag, den 19. Mai ab 14 Uhr sind Sie auch auf dem Sportplatz hinter dem Gerätehaus der Feuerwehr in Klein-Neuschönberg ganz herzlich willkommen. Bei gemütlichem Kaffeetrinken, Spiel und Spaß für die Kinder, einer Technikschau der Traktorfreunde sowie weiteren tollen Aktionen können Sie den Nachmittag im Olbernhauer Ortsteil Klein-Neuschönberg genießen. Am Abend ab 19.30 Uhr lädt man dann zur Disco ins Festzelt ein und mit Anbruch der Dunkelheit wird es dann die spektakuläre Licht-Live-Show und ein Feuerwerk geben. Die mittlerweile zur Tradition gewordenen Wasserspiele mit einer, wie gesagt, spektakulären Licht-Live-Show in Klein-Neuschönberg werden in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit der Partnerfeuerwehr aus Reinhardshagen gestaltet. Ja, gleichzeitig feiert man in diesem Jahr auch das Jubiläum dieser Partnerschaft. Sie können also gespannt sein, was man sich da hat Spezielles einfallen lassen.
Vom 19. bis zum 27. Mai heißt es auch in diesem Jahr zur Frühjahrswanderwoche wieder unterwegs mit Freunden. Zur Auswahl stehen 56 Touren im gesamten Erzgebirge mit Streckenlängen zwischen 2 und 24 Kilometern. Nach einem Ausflug laden oftmals gemütliche Gaststätten und Gasthöfe zu vielfältigen Kräuterspezialitäten ein. Das ist Heimatgenuss pur. Bei aller Vielfalt der Wanderwoche, eines haben alle Touren gemeinsam. Die Touren werden von Wanderführern begleitet und werden unabhängig von der Teilnehmerzahl durchgeführt. So zum Beispiel am Samstag, den 19. Mai. Unter dem Motto 2800er dies und jenseits der Grenze wird sich am Wanderparkplatz im Marienberger Ortsteil Kühnheide getroffen. Sie wandern gemeinsam mit Ronald Bilz um 9.30 Uhr los und sind ca. 15 Uhr wieder da. Die 12 Kilometer lange Tour ist familienfreundlich, aber nicht für Rollstuhl oder Kinderwagen geeignet. Neben der Verpflegung aus dem Rucksack ist am Ende der Tour eine gemeinsame gemütliche Einkehr möglich. Kleiner Hinweis noch, es ist eine grenzüberschreitende Tour. Bitte an den Personalausweis denken. Ja, oder Sie möchten lieber am Mittwoch, den 23. Mai wandern. Klar doch, um 9.30 Uhr starten Sie die Wandertour vom Lehmheiterteich zum Tihatlo. Ja, Wanderleiter Christian Schöps nimmt Sie vom Wanderparkplatz Rübenauer Straße, Görkauer Straße mit auf die 16 Kilometer lange Strecke. Ein Teil der Wanderung führt zur höchsten Erhebung auf dem Olbernhauer Flur, dem 816 Meter hohen Steinhügel, bevor der Gipfel des 842 Meter hohen Tihatlo auf der böhmischen Seite erklommen wird. Und auch hier bitte den Personalausweis nicht vergessen. Ja, und ca. 15.30 Uhr sind Sie dann wieder zurück. Alle weiteren Infos finden Sie unter anderem auf www.marienberg.de. Ja, und damit möchten wir uns auch schon wieder verabschieden für diese Ausgabe von MEF Kompakt. Wenn Sie mehr von Ihrem Mittelerzgebirgsfernsehen sehen möchten, dann schauen Sie doch auch mal in die Sendung vom MEF Wochenrückblick rein. Dort sehen Sie die Geschichten und Berichte aus unserer und für unsere Region der vergangenen Woche. Tagesaktuell halten wir Sie auf dem Laufenden in unserer Nachrichtensendung Megional und alle Sendeformate sehen Sie natürlich mehrfach täglich zu den gewohnten Sendezeiten. Und vollkommen sendezeitenunabhängig geht das natürlich auch. Da sehen Sie nämlich alle Sendungen online via YouTube, Facebook und in der Mediathek auf unserer Homepage www.mef-line.de. Damit sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, denken Sie immer daran, egal was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei. Erznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst.